Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist erstmal wieder Zeit für Neuerscheinungen. Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldung zum letzten Video. Das hat mich sehr gefreut, dass da so viele sich gemeldet haben und gesagt haben, sie haben da voll Lust drauf. Jetzt habe ich ja im März es nicht geschafft, deswegen haben wir jetzt wieder 2 Monate in einem, nämlich März und April. Und ich habe gleich noch eine Anschlussfrage, vielleicht mögt ihr mir die auch beantworten. Was wäre euch lieber, wenn ich jetzt monatlich oder so alle 2 Monate ein Neuerscheinungsvideo macht, wollt ihr das lieber im Vorhinein haben, also sehen, was nächsten Monat erscheint, oder im Nachhinein, dass ich euch zeige, was letzten Monat erschienen ist? Genau, also dementsprechend wäre das nächste Video dann Anfang Mai oder Ende Mai, oder wenn ich es mit dem Juni zusammen mache, irgendwie entweder Anfang Mai oder Ende Juni, so um den Dreh, oder mittendrin und dann ist jeweils die eine Hälfte schon da und die andere noch nicht. Genau, also sagt mir mal gerne, was euch da lieber wäre, weil ich kann mich nicht entscheiden. Und dann mache ich das vielleicht auch gerne so, wie euch das lieber ist. Und genau, dann erstmal vielen Dank für eure Rückmeldung, die hoffentlich kommen wird. Und wir haben dadurch, dass es 2 Monate sind, jetzt auch ein bisschen was vor uns. Im März ist gar nicht so viel erschienen, was mich jetzt interessiert hat, aber der April, der war richtig voll. Ich blende euch die Bücher jetzt hier jeweils ein. Ich kann natürlich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich ja auch bisher nicht mehr kenne als den Klappentext. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal so, was ich mir jetzt so vorgemerkt habe, was ich so interessant finde für die nächste Zeit oder jetzt für die letzten 2 Monate. Ich mache das wie immer chronologisch, das heißt, ich fange jetzt an mit dem ersten Buch, was dann im März erschienen ist und gehe dann bis Ende April so der Reihe nach durch. Und wir beginnen mit dem Café Sospeso von Amanda Stairs oder Stairs, Stairs, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, mit STH. Und das ist erschienen am 13.03. im Arche Verlag und hat zarte 208 Seiten. Café Sospeso ist ein Begriff aus Neapel. Ich weiß nicht, ob es den tatsächlich gibt oder nur in diesem Buch. Auf jeden Fall befinden wir uns hier in einem Café in Neapel und der Café Sospeso ist ein Espresso, den ein Gast bezahlen kann für jemanden, der sich keinen leisten kann. Und der kann dann in Anspruch genommen werden von Leuten, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Und wir begleiten hier einen Franzosen namens Jacques, der eben täglich in diesem Café sitzt und einfach die Leute da so beobachtet und so die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich da so entspinnen. Und das finde ich ganz interessant. Ich bin selber jemand, der unglaublich gerne Menschen beobachtet und das auch immer schon gemacht hat. Und das kann echt interessant sein, auch wenn man einfach mal so in den Raum reinguckt, wo viele Menschen sind, einfach mal zu schauen, was für Situationen man da so aufschnappt. Das habe ich mir als Jugendliche irgendwann mal angewöhnt und ja. Macht das bis heute ganz gerne. Und dann sieht man auch erstmal so, was einem vielleicht sonst so entgeht, was man alles gar nicht so bemerkt, was um einen rum passiert. Und deswegen finde ich das Buch ganz interessant und wahrscheinlich hat das auch irgendwie eine fortlaufende Handlung, einen tieferen Sinn. Ist ja auch interessant, warum der Protagonist jetzt Franzose ist und nicht Neapolitaner. Also werden wir vielleicht auch was über ihn erfahren. Und ja, wäre ich auf jeden Fall interessiert daran, das zu lesen. Am 18.03. ist dann erschienen, drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das sind drei Autorinnen und ich muss die Namen leider kurz ablesen. Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. Ich kann mir nicht drei Namen gleichzeitig merken. Und genau, der Name ist Programm, also das Buch sind 320 Seiten, die im Hansa Verlag erschienen sind. Und die drei haben wohl eines Abends mal zusammengesessen und überlegt eben, was sie als ostdeutsche Frauen ausmacht, wie das so war in der DDR und wie die Wende so war und wie es denn jetzt heute so ist. Und haben dann aus diesen Erfahrungen, aus diesem Gespräch einfach ein Buch gemacht. Und das finde ich ganz interessant. Also ich komme halt aus Schleswig-Holstein, aber meine Oma kommt aus Sachsen-Anhalt. Mein Vater ist auch früher viel mit ihr dann in der DDR gewesen, die Verwandten besuchen. Und ich habe ja später auch da studiert, natürlich nach der Wende. Aber man sieht das natürlich schon noch ein paar Sachen, die da anders sind. Oder man sieht immer noch auch die Reste der DDR, gerade so im ländlichen Bereich. Und genau, seitdem interessiert mich das einfach auch total, dieses Thema. Auch eben weil so ein bisschen Familienhistorie auch mit da drin ist. Und es klingt dabei, als wäre es auch so ein bisschen mehr so ein philosophisch angehauchtes Buch, also philosophisch-geschichtlich so ein bisschen. Und klingt auf jeden Fall auch ganz spannend. Dann ein Buch mit einem etwas schwierigeren Thema. Am 19.03. erschien Welches Königreich von Fine Grabol. Wir sind hier in Kopenhagen und haben hier 5 Jugendliche und die Protagonistin selbst und alle sind gerade aus der Psychiatrie entlassen worden und das ist so eine Wohngemeinschaft, die denen eben den Einstieg in den Alltag wieder erleichtern soll. Und
Im Klappentext werden da auch schon so ein paar Beispiele genannt. Ich gehe jetzt aufgrund der, um das alles ein bisschen kürzer zu fassen, hier nicht drauf ein. Ihr könnt euch ja die Bücher selber angucken, wenn sie euch näher interessieren sollten. Aber eben, ja, einfach, man sieht einfach, wie unterschiedlich solche Leute zum Teil ticken. Also ich habe auch, dadurch, dass ich ja auch selber immer schon psychische Probleme hatte, auch in meinem Leben schon sehr viel mit anderen Leuten zu tun gehabt, die auch psychische Probleme haben. Und man nimmt einfach den Alltag ein Stück weit anders wahr oder hat vielleicht aufgrund seiner Erkrankung bestimmte Praktiken entwickelt, die andere nicht haben. Und man muss auch, wenn man dann irgendwann aus sowas wieder rauskommt, wirklich lernen, gesund zu sein, wenn man das im Grunde ja gar nicht kennt. Und das ist tatsächlich ein sehr schwieriger und sehr langer Prozess. Ich bin bei diesem Buch halt auch unsicher, ob das nicht vielleicht auch zu viel wieder aufreißt. An sich beschäftige ich mich mit diesem Thema gar nicht mehr so gerne, weil ich finde, ich habe mich in meinem Leben jetzt schon genug damit beschäftigt und möchte mich vielleicht auch mal einfach mit dem Leben an sich beschäftigen, was nicht nur von Krankheit geprägt ist. Aber gleichzeitig interessieren mich auch Erfahrungen anderer Menschen. Und deswegen weiß ich da noch nicht. Aber ich habe es jetzt erstmal mir vorgemerkt und jetzt ist es halt erstmal so auf der Wunschliste und dann weiß man nicht, ob es vielleicht irgendwann den Weg zu mir finden wird oder nicht. Dieses Buch hat 176 Seiten und ist im Echo Verlag erschienen. Auf den Echo Verlag bin ich sowieso jetzt so ein bisschen aufmerksamerer geworden. Ich habe irgendwie schon mal so ein, zwei Bücher von da gehabt, aber habe den nicht so aktiv verfolgt, was ich jetzt seit kurzer Zeit mache und habe festgestellt, dass die doch viele Bücher haben, die gut in mein Beuteschema passen. Und ihr werdet auch noch ein oder zwei, ich glaube mindestens eins werdet ihr auf jeden Fall im Laufe dieses Videos auch noch hier sehen. Am 20.03. erschien die Seilspringerin von Anna Enquist. Hier sind wir in Amsterdam und unsere Protagonistin ist Musikerin und soll eine Symphonie für das Königliche Orchester komponieren in Amsterdam. Aber eigentlich ist sie privat gar nicht so erfolgreich. Also sie hat eine schwierige Familienhistorie, die sie noch nicht so aufgearbeitet hat. Sie verdient ihr Geld sonst so mit Werbemelodien, was ihr eigentlich so peinlich ist und was auch keiner wissen soll. Und überhaupt hat sie da eben sehr viele Geheimnisse, von denen sie nicht möchte, dass die Leute das mitbekommen. Ein unerfüllter Kinderwunsch spielt da wohl auch noch eine Rolle. Und so insgesamt, ja, viel mehr weiß ich auch noch nicht. Es ist halt irgendwie eine Frau mit sehr viel privaten Problemen, die sie vor der Welt verstecken möchte. Ich schätze mal, irgendwas wird passieren, dass das nicht mehr so klappt. Das Ganze hier hat 304 Seiten und ist im Luchterhand Verlag erschienen. Am 25.03. erschien Unter Tieren von Maxi Obexer. Auch interessant, jeweils Vor- und Nachname mit X, ist auch gar nicht so häufig. Ja, wir sind hier in den Dolomiten und haben hier zwei Protagonistinnen, nämlich Agnes und Antonia. Agnes ist von ihren Eltern, ich glaube, irgendwie verlassen worden. Auf jeden Fall ist Antonia ihre Großmutter und bei der wächst sie auf. Und Agnes verbringt sehr viel Zeit in der Natur und ja, hat sehr viel, also Tiere spielen bei ihr eine ganz große Rolle, die sind für sie sehr wichtig. Und Antonia ist eine Frau, die sehr ihre Probleme hat, so mit diesem bäuerlichen Bergdorf und mit diesen Gesellschaftsstrukturen, wie sie da eben sind, obwohl sie ja gleichzeitig irgendwie auch dazu beiträgt, das aufrechtzuerhalten, weil sie ja selber ihre Rolle spielt in diesem System, das sie eigentlich ablehnt. Das klingt auf jeden Fall sehr hochspannend. Und dann gibt es irgendwie anscheinend noch einen Zeitsprung, wo Agnes dann als Erwachsene wieder zurückkehrt in dieses Dorf. Das klingt ganz gut. Das klingt so wie ein, zwei andere Bücher, die ich schon gelesen habe, die vielleicht so in die gleiche Richtung gehen könnten. Auf jeden Fall habe ich auch noch nichts gelesen, was in den Dolomiten spielt. Und schon allein deshalb fände ich es eigentlich ganz interessant. Das hat 240 Seiten und ist bei Weiß Books erschienen. Den Verlag kenne ich überhaupt nicht und ich glaube, dieses Buch habe ich mal irgendwie zufällig gefunden. Aber ja, habe es jetzt erstmal gespeichert und finde es ganz spannend. Ich glaube, ich sage gefühlt auch bei jedem Buch, dass ich das spannend finde, ne? So, wir kommen zu Sarah Hardy, Der erste Frühling danach. Hier geht es um Männer, die Ende des Zweiten Weltkriegs in England aus dem Krieg nach Hause kehren und entsprechend traumatisiert sind, nicht mehr in den Alltag zurückfinden und um deren Ehefrauen, wie die dann damit umgehen. Das ist auch, finde ich, eine sehr interessante Thematik, die ja auch viele Familien betroffen hat, also ja nicht nur in England, sondern auch genauso hier. Man hat ja damals auch noch gar nicht dieses Verständnis gehabt. Also so Begriffe wie komplexe oder wie posttraumatische Belastungsstörungen, die gab es damals ja so auch noch gar nicht. Und irgendwie musste das Leben ja weitergehen. Und bei vielen hat das halt aber nicht mehr so geklappt. Und
Ja, ich lese sonst Bücher nicht so, die so mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, weil das einfach nicht das ist, was ich gerne lese. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen und vielleicht könnte das ja hier so eine Ausnahme sein. Dieses Buch hat 416 Seiten und ist damit ein bisschen dicker als meine Wohlfühldicke. Ich lese ja eigentlich je dünner, desto besser. Und das ist erschienen im Heine Verlag. Am 15.04. ist ein Buch erschienen, auf das ich mich schon sehr freue und dem ich schon sehr entgegengefiebert habe, nämlich bei Culture Books von Ling Ma, Glückscollage. Das hat, glaube ich, auch 216 Seiten, ist auf jeden Fall nicht so dick. 200 irgendwas, können auch 206 gewesen sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass 216 waren. Und das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Auf jeden Fall sind es hier wohl 8 verschiedene Geschichten. Von Ling Ma habe ich auch schon New York Ghost gelesen und deshalb weiß ich, was die Autorin kann. Und hier geht es so ein bisschen um die Auflösung der Realität und um Illusion und wie irgendwie vielleicht jeder so ein bisschen in seiner Illusion lebt. Das klang irgendwie alles sehr nebulös. Aber ich habe ja schon ein Buch von ihr gelesen und weiß, was sie schaffen kann, auch mit was für krassen Bildern sie zum Teil arbeiten kann. Und das hat mich sehr beeindruckt und deswegen möchte ich dieses Buch von ihr auch gerne lesen und gucken, ob das da vielleicht mithalten kann. Bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Das wird bei mir auf jeden Fall auch einziehen. Nur jetzt diesen Monat nicht mehr, weil sich das gerade irgendwie nicht mehr lohnt. Also ich weiß, wenn ich es jetzt, ich werde es jetzt sowieso nicht sofort lesen, dann muss ich es ja halt auch nicht jetzt kaufen. Aber auf jeden Fall will ich das gar nicht so auf die lange Bank schieben. Das werdet ihr wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr noch hier wiedersehen. Am 15.04. sind noch einige andere Bücher erschienen, zum Beispiel, und jetzt muss ich wieder kurz spicken, von Kim Ho Hyun, Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnung. Das hat 320 Seiten und ist im Hansa Blau Verlag erschienen. Und hier geht es eben um Frau Yom und ihren Gemischtwarenladen und die Leute, die da so ein- und ausgehen. Unter anderem gibt es wohl einen Obdachlosen vor allem, der da eine größere Rolle spielt und eben die Menschen da irgendwie miteinander vernetzt. Das klingt ein bisschen ähnlich wie Café Sospesso, nur in Japan. Aber die klingen etwas ähnlich. Ich glaube, dieses Buch ist von derselben Autorin, die auch Frau Komatschi empfiehlt, ein Buch geschrieben hat. Auf jeden Fall sind die Cover sehr, sehr ähnlich. Das wird aber auch als Hörbuch kommen und das habe ich mir auch schon vorgemerkt. Das werde ich auch wahrscheinlich hören. Ich will aber, glaube ich, erst das andere Buch hören, weil ich nicht sicher bin. Also ich glaube, dass die nebeneinander stehen, aber dadurch, dass die Cover sich so ähnlich sind, bin ich nicht sicher, ob die nicht doch irgendwie zusammengehören. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall will ich die ganz gern beide dieses Jahr noch hören, die Bücher. Wir bleiben immer noch am 15.04. und zwar erschien da ebenfalls von Isabel Allende Der Wind kennt meinen Namen. Das hat 335 Seiten und erschien im Surkamp Verlag. Von Isabel Allende habe ich mir schon mal irgendein anderes Buch gespeichert und immer noch nicht gehört. Aber auf jeden Fall klingen ihre Plots immer sehr interessant. Wir haben hier wieder so einen zweigleisigen Plot. Wir sind hier einmal in Wien 1938, wo der kleine Samuel mit seiner Geige in einem Kinderzug evakuiert wird vor den Nazis und dann nach England, glaube ich, evakuiert wird. Und dann sind wir 2019 in Arizona, wo Anita Diaz und ihre Mutter aus El Salvador in die USA fliehen wollen, aber an der Grenze werden sie voneinander getrennt und Anita landet in einem ja, Lager und flüchtet sich dann zunehmend in so eine Fantasiewelt und irgendwie sollen diese Handlungsstränge dann natürlich auch wieder miteinander zusammenhängen. Es ist natürlich schon mal irgendwie in eine interessante Parallele, das so aufzubauen, dass wir eben zwei Kinder haben in unterschiedlichen Zeiten, die beide fliehen vor etwas. Das ist vielleicht nicht ganz so vergleichbar, weil aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen zu fliehen oder vor der Gewalt ist vielleicht was anderes als vor einer Diktatur zu fliehen, die einen umbringen will. Aber ja, ich lehne mich da jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster, weil ich habe das Buch ja noch gar nicht gelesen. Vielleicht will das auch auf was ganz anderes hinaus. Auf jeden Fall fand ich das ganz spannend und ja, ich hoffe, dass ich irgendwie früher oder später mal was von Isabel Allende endlich mal hören oder lesen werde. Dieses Buch hatte 335 Seiten und ist im Surkamp Verlag erschienen. Wir sind immer noch am 15.04. und da erschien von Yu Jojo Unsichtbare Katzen. Das erschien im Insel Verlag und hat 256 Seiten. Wir haben hier eben eine bunte Mischung an Katzengeschichten, wie Katzen das Leben von Menschen verändert haben, lustige Anekdoten und generell klingt das nach einem Buch, das einfach super geeignet ist für Katzenliebhaber. Ich habe ja auch zwei hier, die jetzt glücklicherweise schlafen und dieses Mal nicht mein Video torpedieren. Und ja, deswegen würde ich das, glaube ich, gerne lesen. Ich habe schon mal gesagt in meinem Neuerscheinungsvideo Anfang des Jahres, glaube ich, dass ich diese orangenen Cover
Ganz, ganz schrecklich. Ich finde, das scheint dieses Jahr so ein Trend zu sein mit so orangen und pfirsichfarbenen Covern. Das ist meine absolute Hassfarbe. Aber für ein Katzenbuch kaufe ich mir dann sogar eins mit einem orangenen Cover. Also wer weiß, ich habe mir das jetzt auf jeden Fall erstmal gespeichert. Es soll auch schöne Illustrationen haben. Leider kann man die im Internet nicht sehen oder zumindest nicht da, wo ich geguckt habe. Aber vielleicht findet man es ja auch mal im Buchladen und kann mal durchblättern. Auf jeden Fall hörte sich das eigentlich ganz schön an. Wir kommen wieder zu einer Autorin, bei der es mir super leid tut, dass ich sie bestimmt wieder falsch aussprechen werde, nämlich Nguyen Phan Khe Mai, Wo die Asche blüht. Das ist auch am 15.04. erschienen im Inselverlag und hat 416 Seiten. Das ist dieselbe Autorin wie Der Gesang der Berge. Und wir sind hier eben auch wieder in Vietnam. Wir sind hier im Vietnamkrieg und da gibt es ein kleines Bauernmädchen, die eben in die Stadt geht, weil sie gehört hat, dass man da als Bardame wohl ganz gutes Geld verdienen kann. Und sie fängt eine Affäre mit einem amerikanischen GI an. Und dann viele Jahre später kehrt dieser GI wieder zurück. Oder wobei es wird nicht explizit gesagt, ob es dieser ist, aber ich gehe eigentlich mal davon aus, jedenfalls einer kehrt wieder zurück und versucht eben so seine Vergangenheit aufzuarbeiten und kommt da in Kontakt mit einem Waisenjungen. Und der Gesang der Berge steht immer noch ungelesen hier in meinem Bücherregal. Deswegen habe ich mir dieses Buch noch nicht gekauft, obwohl auch das wieder erstens wunderschön aussieht und sich auch ganz toll anhört. Aber ich will erst das an, also ich will mir jetzt nicht noch ein Buch ungelesen hier reinstellen, ich lese erst mal das andere. Das ist aber auf jeden Fall vorgemerkt auf der Liste der Bücher, die ich irgendwann unbedingt lesen will. Das wird dann irgendwann mal nachrutschen, wenn ich mal wieder Bücher für meinen Sub kaufe. Aber erst, wenn ich das andere gelesen habe, das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Und eins haben wir noch vom 15.04. von Christine Höller, Leute von früher. Das klingt eigentlich ganz interessant, weil es nämlich mal weil es in Norddeutschland spielt und in Schleswig-Holstein spielt, wo ich herkomme und wo ich inzwischen auch wieder wohne. Und Bücher, die hier handeln, die sind immer entweder Liebesromane oder Krimis. Und das finde ich immer so ein bisschen blöd. Oder Thriller. Und ich würde halt auch gerne mal einfach einen guten Roman lesen, der hier spielt. Und deshalb wäre ich gespannt, was denn hier da draus gemacht wurde. Es soll ja, soweit ich es verstanden habe, kein Thriller sein. Das Buch hat 316 Seiten und ist im Surkamp Verlag erschienen. Und hier geht es um ein, ja, so eine Art Erlebnisdorf, Museumsdorf, also wo die Leute so leben, wie sie um 1900 gelebt haben. Und die Leute sollen, also die Leute, die da arbeiten, tragen eben auch so die Kleidung von früher und sollen eben so tun, als würden sie da leben, damit die Besucher sich das angucken können. Die haben so ein paar Baracken, die so außer Sichtweite sind, wo sie dann leben, wenn sie Feierabend haben. Und unsere Protagonistin kommt eben dahin, um in dem Laden zu arbeiten und trifft dann da ein anderes Mädchen, die schon da aufgewachsen ist und die scheint irgendein düsteres Geheimnis zu verbergen. Und irgendwie geht es auch um diese eine große Sturmflut, bei der auch Runkold in der Nordsee versunken ist. Da gibt es ja, manche kennen das vielleicht, diese Runkold-Legende, da gibt es auch ein Gedicht und das wurde, glaube ich, auch schon als Lied vertont. Und diese Insel Strand, auf der diese Geschichte spielt, die ist eben auch mal in der Sturmflut untergegangen. Davon ist zum Beispiel die Insel Pellworm heute noch so ein Teil. Also da gibt es einige so eine Geschichten. Also es gibt auch ja mehrere Sturmfluten, die so in die Geschichte eingegangen sind als die große Manndränke. Das habe ich alles mal in der Grundschule gelernt. Und ja, irgendwie spielt das hier mit rein. Auf jeden Fall ist es ja irgendwie interessant, dass diese Insel Strand, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, jetzt Ort der Handlung ist. Also folglich ist sie ja anscheinend in diesem Buch nicht untergegangen. Es könnte auch auf irgendwas ganz Merkwürdiges wie irgendwie so eine Zeitschleife oder so hinauslaufen, aber das ist jetzt vielleicht, weil ich viel schon gelesen habe, was in diese Richtung geht. Es gibt der Klappentext eigentlich nicht her, aber ich bin halt so ein bisschen verwirrt aufgrund von so ein paar Andeutungen, die da gemacht werden. Und aufgrund von der Tatsache, dass es eben auf einer Insel spielt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber vielleicht war das auch nur so ein Kunstgriff, so wie manchmal Autoren auch Inseln dazu erfinden, die es eigentlich gar nicht gibt, damit man da einfach mehr schriftstellerische Freiheiten hat. Das werde ich ja dann sehen. Auf jeden Fall denke ich, es könnte wieder in so eine Krimi-Richtung gehen. Es könnte am Ende auf was relativ Banales hinauslaufen, wie irgendein Familiengeheimnis. Aber es könnte auch auf irgendwas Krasseres hinauslaufen, wo wir dann eher so im Bereich Science Fiction wären. Und das kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ist jetzt wahrscheinlich auch kein Buch, was ich mir jetzt sofort demnächst kaufen und lesen werde, aber das ist auf jeden Fall so eins von denen, die ich mal so im Kopf behalten möchte. Am 17.04. erscheint von Claudia de Rahm Die Schönheit des Fallens.
Das ist aus dem Aufbau Verlag und hat 269 Seiten. Und zwar haben wir hier eine Fast-Astronautin, also Claudia de Rahm ist Astrophysikerin und wollte auch Astronautin werden, wäre es auch fast geworden, wenn sie dann nicht kurz vorher Tuberkulose bekommen hätte. Aber sie ist trotzdem eine bedeutende Astrophysikerin. Und in diesem Buch hat sie eben so ein paar große Fragen des Menschen oder ja, des Menschen an die Astrophysik oder so ein paar spannende Themen aus der Astrophysik zusammengetragen. Ja, und beantwortet uns die eben oder versucht uns die zu erklären. Und das finde ich voll cool, weil ich interessiere mich sehr für Astrophysik. Ich bin nicht sicher, ob dann für mich halt noch so viel Neues dabei ist. Also ich kann mich ja auch nur jetzt so auf Laienebene damit befassen. Ich bin auch schon immer schlecht in Mathe gewesen. deswegen, ich kann auch vieles, ich kann das nicht selber berechnen. Ich finde es aber cool, dass andere das können. Und ja, deswegen weiß ich nicht so ganz, ob ich da so viel Neues lernen würde, aber es klingt auf jeden Fall erstmal nach einem ganz interessanten Buch. Also sie versucht dann eben auch zu erklären, so was genau ist eigentlich Gravitation und wie wirkt die im Universum, was ist dunkle Materie und sowas. Und vieles sind auch so Sachen, die habe ich alle schon mal gelesen, aber ich könnte sie jetzt trotzdem nicht erklären. Also vielleicht wäre es auch ganz gut, einfach so zur Wiederauffrischung. Und ja, das wollte ich mir auf jeden Fall auch erstmal so speichern, als so Bücher, die ich mir so demnächst nochmal angucken will. Und ich finde übrigens auch das Cover super schön und super interessant. Und eins haben wir noch von Vanessa Chan, Nach uns der Sturm, wie schon angekündigt, aus dem Echo Verlag. Das hat 432 Seiten und erscheint am 23.04. Wir sind hier in Malaysia, beziehungsweise zu der Zeit, als es noch Malaya hieß, also als es noch Kolonie war. Und wir sind hier zur Zeit der japanischen Besatzung und unsere Protagonistin hat drei Kinder, einen Sohn, der verschwunden ist. Ihre jüngste Tochter versteckt sie im Keller, damit sie nicht verschleppt und in ein Bordell gebracht wird. Und die mittlere, mit der hat sie so zunehmend ihre Probleme, dass die wütend auf sie ist. Und irgendwie ist das wohl auch alles ihre Schuld, weil sie irgendwann in früherer Zeit sich als Spionin hat anwerben lassen. Das klingt ja erstmal alles sehr mysteriös und aber irgendwie auch sehr spannend. Und ich habe auch noch aus Malaysia nichts gelesen. Also Malaya war früher das, was heute Malaysia und Singapur ist. Also wir könnten theoretisch auch in Singapur sein. Ich schätze aber, dass wir wahrscheinlich eher irgendwo sind, was heute Malaysia ist. Und ich möchte ja gerne zu jedem Buch mal, umgekehrt zu jedem Land dieser Erde mal ein Buch gelesen haben. Und Malaysia habe ich bisher noch nicht abgehakt. Und deswegen fände ich das ganz spannend. Und sowieso muss ich sagen, den Echo Verlag behalte ich jetzt ein bisschen im Blick, weil die, wie gesagt, jetzt doch einige Bücher haben, die ich interessant finde. Und ja, wir erleben diese Geschichte wohl eben auch aus den Blickwinkeln von allen vier Personen, also von unserer Protagonistin und den drei Kindern jeweils. Das ist ja dann auch, denke ich, also das ist auch, denke ich, wieder sehr interessant, weil die wahrscheinlich auf dieselben Sachen ja sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Also hier könnte es auch wieder so hinauslaufen auf Dinge, die einfach nicht ausgesprochen werden und dann vielleicht auch fehlinterpretiert werden und wie es dann zu Missverständnissen kommt. Ja, also das wäre jetzt so zumindest mein Erfahrungswert, was so amerikanische Romane angeht. Vielleicht ist ja hier auch ein anderer, neuer Ansatz versteckt. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall ist das auch so ein Buch, was ich nicht ganz so weit nach unten durchrutschen lassen möchte auf meiner Wunschliste. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, es war vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Theoretisch wäre es ja möglich, dass jemand von euch auch schon was von diesen Büchern gelesen hat, weil die ja bis auf ganz wenige jetzt schon erschienen sind. Oder nee, mittlerweile. Nee, doch, genau. Wir sind ja jetzt mit Mitte April haben wir jetzt, wo ich das aufnehme. Also theoretisch sind es, glaube ich, noch ein oder zwei, die jetzt nach dem Video noch erscheinen. So, egal, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen und hoffe, wir sehen uns hier bald wieder mit einem anderen Video und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß und ich sage Tschüss.